Ja, ich denke, so sieht es doch besser aus, oder? Ja, wunderbar. So. Und dann begrüße ich erstmal Rico Albrecht von der Wissensmanufaktur heute hier auf dem Okidok Medienfestival. Erstmal eine ganz tolle Sache, dass du bei mir bist, bei uns bist und uns einiges heute auch erzählen magst, was so in dieser Welt passiert oder nicht passiert, Rico. Ja, es sind passieren ja so viele Dinge in dieser Welt, nicht gerade schöne. Ne? Wir haben enorme Problematiken, die man so sieht, wenn man hört, Kriege werden geführt. Sie machen Zerstörungen in unserer Gesellschaft. Dann haben wir auch die Flüchtlinge. Die einen sind zufrieden, die anderen nicht zufrieden. Ich möchte mal ganz neutral mal mit umgehen. Dann haben wir Hungersnöte und noch vieles, vieles andere auch. Rico, wo gehen wir hin? Schön, dass du da bist. Ja, erstmal vielen Dank und auch für die Organisation, was ihr hier alles geleistet habt. Und auch das gehört ja zu den Dingen, die wir alle tun, weil wir wollen ja irgendwie die Welt verbessern. Und die Frage ist allerdings, was läuft eigentlich schief? Du hast ja schon ein paar Dinge aufgezählt und es gibt ja eine hohe Bereitschaft, da irgendwas zu unternehmen, dass wir hier mal, also auch aus Eigeninitiative, so wie ihr das jetzt macht, indem ihr hier so eine Veranstaltung auf die Beine stellt, da steckt ja auch wahnsinnig was dahinter. Ja? Also da mal vielen Dank dafür. Gerne. Und die Frage ist nur, wenn wir jetzt was machen wollen. Wir merken ja, es geht was schief auf der Welt. Du hast schon ein paar Dinge aufgezählt. Und ich denke, wir sollten diese Sachen ja auch immer ein bisschen sortieren. Und das fängt bei mir an, dass wir erstmal aufzählen, was läuft denn alles schief? Und dass wir dann aber auch mal gucken, was ist denn da die Ursache dahinter? Ja, man kann ja dagegen irgendwas sein und vielleicht gar nicht richtig erkennen, warum. Warum will ich denn jetzt ausgerechnet dagegen sein oder dafür? Und da müssen wir ja auch mal die Ursache mal richtig ermitteln. Und danach stellen sich dann die Fragen, wie beseitigen wir diese Ursache, bevor man sich auf irgendein Symptom oder so beschränkt. Ja, also wie könnte eine bessere Welt aussehen und wie kommen wir dahin? Also ich denke, mal ein bisschen Struktur reinbringen in dieses hohe Engagement, was es ja gibt, weil jeder irgendwie merkt, viele Dinge laufen ja falsch. Wie du gerade schon aufgezählt hast, ich meine, da können wir ja auch gerne mal noch auf ein paar Dinge kommen. Also du hast ja gerade schon den Krieg. Ja, wir haben den Krieg genannt. Wir haben aber auch nicht nur unser Geldsystem, und du bist ja auch von der Wissensmanufaktur, das ist ja ein ganz großes Thema auch. Wir machen ja eigentlich mal, in meinen Worten mal zu betrachten, Kannibalismus an unsere eigene Spezie Menschheit, wenn man mal so betrachtet. Und das tut eigentlich weh, nur wir laufen einer realen Illusion hinterher, dem Geld natürlich. Und wir wollen ja, wie du gerade sagtest, auch Lösungen irgendwo mal erkennen können. Es geht ja um Erkenntnis letztendlich. Und was läuft hier alles falsch? Warum läuft das alles falsch, ist ja die Frage. Wo ist unsere Natürlichkeit? Dürfen wir überhaupt noch sowas haben, Rico? Ja, es ist natürlich, geht auch in die Richtung, was ist alles, wo laufen wir als Menschen hin? Vielleicht ist es ja in unserer Natur eine bestimmte Gier, gehört wahrscheinlich auch zu unserer Natur, auch bei mir. Also ich denke, bei allen Menschen, die haben das ja als Teil in sich. Es gibt ja nicht nur einen gierigen Menschen und alle anderen sind nicht gierig, sondern oder man kann nicht die Menschen einteilen in eine Gruppe, die gierig ist und eine, die nicht gierig ist. Man muss jeden einzelnen Menschen mal einteilen, auch in mir, auch in dir. In jedem Menschen gibt es einen gewissen Grad an diesen negativen Eigenschaften. Und jetzt ist aber die Frage, in was für einem System leben wir? Wir sollten uns vielleicht ein System, ein Gesellschaftssystem aussuchen, was die positiven Eigenschaften belohnt und begünstigt und an solchen zentralen Stellschrauben mal ansetzen, statt an Symptomen. Das heißt ja, was läuft hier schief? Kriege sind die heute dadurch trotz allem legitimiert? Ich meine, irgendwo wollen wir auf die Positivität gehen, aber wir sehen jeden Tag in den Medien, kommen ganz andere Dinge also in uns ans Tageslicht. Ja, wie siehst du das? Kriege? Glaub nicht. Ja, die Kriege, die es überall auf der Welt gibt, die lassen ja nicht nach. Also und irgendwie durch noch mehr Kriege lassen sie sich ja auch nicht lösen. Also Gewalt hat es offensichtlich nicht gelöst. Die bisherigen Rezepte haben versagt. Das können wir ja mal feststellen. Man sagt uns einerseits, und ich denke, jeder ist doch eigentlich damit einverstanden, dass wir keinen Krieg wollen. Trotzdem gibt es wohl Leute, die profitieren von Kriegen und da gehören wir aber auch selber wieder zum Teil dazu. Denn unser jetziger Lebensstil, den wir hier ja haben, der basiert ja auch auf Ressourcen, die durch solche Kriege gesichert werden.
Und wenn wir da jetzt dagegen sein wollen, dann müssen wir ja auch uns selbst irgendwie damit einbeziehen. Ja, wenn ich jetzt auch mit davon profitiere, dann muss ich mal gucken, wie komme ich denn da raus. Da gibt es ja auch wieder nicht nur die eine Gruppe Menschen, die davon profitiert und die andere, die nicht profitiert, sondern wir müssen uns selbst auch wieder einteilen in Profiteure und Nicht-Profiteure. Und den Teil von uns, der profitiert, den müssen wir davon überzeugen, da ein bisschen weniger davon zu wollen. Also bedeutet schon, dass wir erstmal in uns kehren sollen und vielleicht ein anderes Verhalten lernen dürfen? Oder dürfen wir in Zukunft weiter in der Gier bleiben? Ich meine, du hast ja recht, das System ist ja so aufgebaut. Die Gier haben wir einerseits, aber es gibt auch Menschen, die sagen immer, was bringt mir das, wenn ich viel Eigentum habe? Ich bin lieber in einer Art Besitzquelle und das Eigentum bindet einen unheimlich und ja. Wenn wir sterben, bleibt alles hier. Und muss ich dann sagen, ich brauche noch ein Auto und noch mehr, die Gier jetzt einfach, hat das nicht auch irgendwo ein Gebiet, wo man einfach verstehen, die Erkenntnis daraus ziehen kann, dass wir doch irgendwo, wenn man in die Welt schaut, nicht nur alles richtig machen? Ich meine, brauchen wir nicht groß drüber reden. Wie siehst du es? Ja, natürlich machen wir da nicht alles richtig. Also man sieht es ja an den Symptomen, du hast ja schon ein paar aufgezählt. Wenn man mal in die Politik ist ja eigentlich das, was das alles regeln sollte, unser Zusammenleben. Und wenn wir da mal reinhören und schaut sich mal die zentralen Forderungen an, dann kommen eigentlich immer nur die gleichen Statements. Es geht um Wirtschaft, es geht darum, materielle Dinge zu erhöhen. Es geht um Arbeit, wir sollen irgendwie alle immer mehr arbeiten. Es geht um Wachstum, das muss also alles immer noch mehr werden, obwohl die Erde halt auch nicht wachsen kann. Das heißt, es wird also irgendwann am Raubbau unserer Natur, es wird einen Raubbau unserer Natur geben. Und dann geht es um Wettbewerb. Ja, diese Dinge, Arbeit, Wachstum, Wettbewerb, darum geht es in den Parlamenten. Und das ist hier in Österreich oder ja, auch nicht anders als bei uns in Deutschland, oder auf fast allen anderen Ländern. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, wo dann andere Dinge im Vordergrund stehen. Also zum Beispiel das Gemeinwohl, das Glück. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Also bei uns in Deutschland, ich habe die Angela Merkel noch nie gehört, dass sie mal gesagt hat, sie möchte, dass die Deutschen glücklich sind. Die sagt immer nur, wir brauchen mehr Wachstum, mehr Arbeit, mehr Wettbewerb. Und das sagen die anderen Parteien auch alle. Und da steckten die offensichtlich drin in diesem System, anstatt mal sich in die Vogelperspektive zu begeben und sagen, Moment mal, warum eigentlich? Warum machen wir das denn hier alles? Wie lange wollen wir das denn jetzt überhaupt noch so weitermachen mit immer mehr Wachstum? Also das hat ja doch irgendwie genau dazu geführt, was wir jetzt haben. Mehr Wachstum kommt auch durch Kriege. Ja, wenn Waffen exportiert werden, dann fördert das Wirtschaftswachstum. Das heißt also, wenn eine Partei hingeht und sagt, sie will mehr Wachstum, dann kann sie ja genauso gut sagen, sie will mehr Kriege. Sie will noch mehr Ressourcen ausbeuten aus anderen Ländern und sie wollen immer mehr von dem, was eigentlich schief geht. Und das fehlt mir in der Politik, in der veröffentlichten Politik, so muss man es ja nennen, die im medialpolitischen Komplex veröffentlicht wird, das fehlt mir dort komplett. Wie soll es im Ganzen besser werden, Rico? Menschen machen sich Gedanken, ich meine, wir hören ja dich jetzt auch reden, wir schauen nicht unbedingt weg und einige sind natürlich noch kopf- und ferngesteuert, aber Lösungswege, wie soll es denn besser werden überhaupt? Wir sollten uns vielleicht zuerst mal überlegen, bevor wir dann auf die Wege kommen, wie wir da hinkommen, wie soll denn das Ziel aussehen? Also wo wollen wir hin, wie müsste denn eine Gesellschaft strukturiert sein? Und danach sollten wir uns dann noch fragen, wie kommen wir da hin? Und ja? Da kann ich ja entweder in die Krankenpflege reingehen, das hört sich jetzt komisch an, aber da gibt es ja diese Pflegeplanung und da geht es ja nur, der Mensch hat Fähigkeiten oder Probleme. Wir können auch Fähigkeiten fördern. Und wenn ich ein Problem habe, Mikrofon, genau, wenn ich ein Problem habe, kann ich ja auch daran arbeiten, nicht arbeiten, sondern ich setze ein Ziel. Ein Nahziel, ein Fernziel. Überschaue, was für Ressourcen habe ich und welche Maßnahmen setze ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Das ist eigentlich ein Konzept, was eigentlich aufgeht, weil der Mensch gleich ist. Wir sind verschieden, gleich, verschieden, trotzdem sind wir alle gleich. Ja, genau. Also so wie ihr das macht, so sollte man es doch dann in der Politik auch machen. Erstmal ein Ziel definieren. Wo wollen wir denn stehen, zum Beispiel in 5 Jahren? Aber auch das vermisse ich komplett, gibt es nicht. Sondern man wurschtelt sich immer nur so irgendwie durch.
und sagt, ja, wir brauchen mehr Einnahmen und müssen die Ausgaben so und so verteilen. Das ist doch nicht Aufgabe der Politik. Politik wäre jetzt erstmal ein Ziel zu definieren. Und das Ziel wäre einfach mal eine nachhaltige Gesellschaft. Das heißt, eben mal raus aus diesem Wachstumswahn, was ja ein Wachstumswahn ist. Wir können nicht alles immer verdoppeln in irgendwie in 25 Jahren, immer doppelt so viel, immer nochmal doppelt so viel. Irgendwann ist unser Planet voll und dann brauchen wir einen zweiten Planet, aber der hält dann auch nur 25 Jahre, ja? Weil das ist ja auch gleich wieder, da hast du die doppelte Menge an Planeten, also das nützt auch nichts. Und wir müssen da erstmal rauskommen aus diesem Wahn, also den erkennen und dann unsere Gesellschaft so umstrukturieren, dass die Gier nicht mehr dazu führt, dass wir anderen immer mehr wegnehmen, alles immer mehr wachsen muss, sondern dass man ab einer gewissen, man kann ja den Menschen nicht ändern, die Gier ist nun mal da, die hat jeder zu einem bestimmten Teil, aber man sollte sie vielleicht so kanalisieren, dass es einfach positiv genutzt wird, dass wir eine Gesellschaft haben, die irgendwann nachhaltig lebt. Das heißt, nicht darauf aufgebaut ist, dass alles immer mehr wird. Und da gibt es verschiedene Modelle. Wir haben ja in der Wissensmanufaktur ein solches Modell mal entwickelt mit dem Plan B. Es gibt aber auch noch andere, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, jetzt hier in Österreich ja sehr bekannt, und aber auch noch andere. Und auf dieser höheren Ebene, wo man solche Modelle mal gegenüberstellt und vergleicht, da müsste man unsere Politik mal hinbringen, damit man überhaupt sowas mal diskutiert und nicht innerhalb eines dieser Systeme, nämlich in dem, was wir jetzt haben, was ja offensichtlich nicht funktioniert, da drin noch irgendwelche Stellschrauben zu stellen, um da irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben für die nächste Legislaturperiode. Da geht es ja nur um die 4 Jahre und dann werden sie abgewählt und was Neues kommt. Es geht doch nur um Macht da oben. Ja, Macht oder zumindest die Illusion, dass man da eine Macht hätte. Also wenn die heutigen Politiker plötzlich irgendwas anderes fordern würden als bisher, dann würden sie ja sofort ihre bisherigen Förderer gegen sich haben. Also das kommt einem ja auch nur so vor wie Macht. Ja, die müssen ja genau das machen, wofür man sie nach oben gehoben hat, über dieses medial-politische System, dem ja Konzerne, wo ja Konzerne bestimmen, wer da nach oben aufsteigt, wer dann irgendwann mal Bundeskanzler spielen darf und so. Da steckt ja ein Unterbau dahinter. Das ist ja nicht nur dieser Mensch, der irgendwie eine tolle Idee hat und plötzlich populär wird, sondern wer populär wird, bestimmen ja die Konzerne. Da steckt immer ein riesen Unterbau dahinter. Deswegen, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ja, die Lösungen, eine Partei zu gründen, da wird aus meiner Sicht immer übersehen, dass man doch diesen Unterbau auch braucht. Man braucht doch nicht nur diese Spitze des Eisberges, eine Partei. Ich kann jetzt irgendwo hingehen, eine Partei gründen und dann, da habe ich doch noch gar keine Medien, die diese Partei populär machen. Die anderen Parteien sind das Ergebnis dieser Medien. Und wenn ich nicht so einen riesen Medienapparat habe, dann brauche ich nicht eine Partei gründen. Dann kann ich mir die Zeit sparen. Wieso haben wir überhaupt noch Parteien? Ja, wieso wir die noch haben? Die Frage stellt sich ja schon aus dem Grunde, Politik ist immer weiter weg vom Volke. Ja. Wahlen, haben wir vom Andreas Bob gehört, geben wir ab und kommt in eine Urne rein. Ne? Aber wir dürfen nicht sagen, wir sollen nicht wählen gehen. Wir stärken ja immer die anderen Parteien. Und in den letzten Jahren findet man immer mehr an Indizien und auch über Wahlfälschungen mittlerweile in unserem Lande, auch in Österreich und Deutschland anscheinend auch. Ja, klar. Also ich sage ja auch nicht, man darf auf keinen Fall wählen gehen oder so von mir aus. Also mir ist es relativ egal, ob jemand wählen geht. Vielleicht gehe ich sogar hin, falls ich es nicht vergesse. Das Problem ist nur, man sollte halt nicht denken, dass es damit getan ist. Und das ist eigentlich das Problem bei Wahlen, dass die meisten Menschen, ich habe schon gehört, einfach Leute, die wütend waren, ihre Wut zum Ausdruck gebracht haben und dann nichts weiter ist ihnen eingefallen, als zu sagen, die Merkel wähle ich nie mehr. Ja, aber damit ist es doch nicht getan. Dann geht man nächstes Mal zur Urne und wirft den Stimmzettel dann halt mit einem anderen Kreuz da rein und denkt, man hätte irgendwas gemacht. Und die ganze Energie, die eigentlich da wäre, die verschwindet ja in dieser Urne dann. Und deswegen finde ich Wahlen eigentlich so gefährlich, weil sie unseren Aktivismus ausbremst, weil sie ihn kanalisiert in eine Urne.
Von mir aus kann man doch ruhig hingehen und irgendwas wählen. Ich finde es sogar wichtig, ich denke, man sollte das sogar machen, aber im Sinne einer Demonstration. Wir demonstrieren, dass wir dann irgendwelche anderen Parteien wählen, demonstrieren wir, dass die Gesellschaft, und der Mensch ist ja ein gemeinschaftsbildendes Wesen, da demonstrieren wir, dass die Gesellschaft in eine andere Richtung will. Und das ist einer der wichtigen Lösungsansätze, die wir haben, nämlich die Schweigespirale durchbrechen, sich zeigen, so wie mit diesen Sklaven, die das weiße Band haben, und dann irgendwann sehen die mal, wie viele es sind. Und das ist, aus meiner Sicht, kann man dann Wahlen als eine Art von Umfrage, als eine Art von Meinungsäußerung betrachten, aber nicht als etwas, in das wir unseren politischen Aktivismus kanalisieren lassen sollten, sondern dann lieber sowas, wie ihr zum Beispiel macht, so ein Okie-Talk aufbauen oder irgendwas Vergleichbares. Weil das ist was, was wirklich was bewirkt. Und die ganzen Stimmen und die ganze Energie, die in der Urne landet, sollte stattdessen in solchen Plattformen landen. Dann haben wir nämlich eine andere Öffentlichkeit. Dann ist die veröffentlichte Meinung, die ja heute noch bestimmten Konzernen gehört, nicht mehr dieselbe, sondern wir kriegen eine ganz andere Struktur, Gesellschaftsstruktur, der sich dann wieder viele Menschen gerne anschließen, weil sie merken, ja, hey, da bin ich aufgehoben in einer Gruppe, die so tickt wie ich. Ich sehe die Frage für mich immer wieder, wir haben ja gerade auch Ursache-Wirkung-Prinzip gehabt, ne? Wir sind ja angefangen mit der Frage, was läuft hier falsch? Und das ist ja eigentlich für mich jetzt schon wieder die Erkenntnis, dass wenn man an den politischen Strukturen der Wahlen festhält, dass ja der Politiker eigentlich gar nicht das machen kann, was er vielleicht mal früher, wo er gedacht hat, er wird Politiker, auch machen wollte. Also das sind dann einfach ferngesteuerte Marionetten, kann man sagen, und ist nicht für unser Volk da letztendlich, sondern sind hörig, ja, der Banken und was darüber vielleicht alles noch so existiert. Ja, und oft auch ohne es zu wissen. Also das muss man vielleicht schon mal noch sagen. Und viele, wir haben es ja auch gestern hier schon auf der Veranstaltung gesehen, viele gründen eine neue Partei und bringen da ihr Engagement rein. Aber da fehlt mir aus meiner Sicht die Systemanalyse, indem ich erstmal sage, naja, ist das überhaupt der richtige Weg, mit dem ich überhaupt was erreichen kann? Ja, also die Energie ist ja da, die Leute wollen ja. Die Frage ist nur, lasse ich mich da richtig kanalisieren in die richtige Richtung? Ja, es sind heute und gestern schon Menschen angekommen, ja, sie sind oft in der Hoffnungslosigkeit. Sie wissen nicht, was sie tun können. Und dann sage ich immer, ja, aber wir haben auch schon so ein kollektives Bewusstsein eigentlich auch von, wenn man, es gibt so viele tolle Menschen, die gute Ideen leben, vor allem die Projekte, die ich in Österreich alle schon kennengelernt habe. Wir präsentieren das ja auch mit dem Okie Talk Medienfestival, diese vielen verschiedenen Themen. Aber sie sind oft in dieser Richtung am Denken, dass sie meinen, wir sind zu wenige und wir können nichts verändern. Wie kann man diesen Menschen diese gute Botschaft mitgeben, dass es vielleicht doch geht? Ja, inzwischen weiß das schon jeder, dass wir nicht die wenigen sind. Wir sind ja die, die dem System die Energie geben. Die Frage ist nur, wie organisieren wir uns richtig? Denn wir sind ja die vielen, wir sind die Masse, wir sind nur so organisiert, dass unsere ganze Energie, unser Engagement in eine Richtung läuft, die das bisherige System anfeuert. Und das würde ich einfach anders gestalten. Ich würde sagen, wir fangen an, uns neu zu vernetzen, außerhalb dieses bestehenden Systems, mit anderen Zielen. Das heißt, wir sind die vielen, wir müssten nur diese Struktur, diese hierarchische Struktur, die es jetzt gibt, austauschen durch eine Netzwerkstruktur, uns vernetzen. Und da setzt man jetzt aber auch an, um das zu verhindern. Wir haben ja jetzt in Deutschland diesen Heiko Maas und der hat offensichtlich Angst. Also aus meiner Sicht hat er einfach Angst. Für mich, wenn ich den sehe, sehe ich da einen, der versucht, sich zu sichern, der versucht, sich in Deckung zu bringen, hinter seinem Netzwerk Durchsetzungsgesetz, wie er das jetzt nennt, also dieses Meinungsfreiheitsverhinderungsgesetz, weil die jetzt Angst haben. Die merken, hey, wenn die Leute anfangen, sich zu vernetzen, dann geht es mir irgendwann mal an den Kragen. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt sagen, wir sollten da auch ein bisschen drauf achten, diesen Leuten auch einen Ausweg zu lassen. Denn sonst wird es jetzt sich auch zuspitzen. Das heißt,
dann werden die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die ja in gewisser Sicht ja auch verständlich sind. Jeder schützt sich, wenn er sich bedroht fühlt. Und die machen es jetzt genauso wie damals in der DDR auch. Jetzt wird Schritt für Schritt die Meinungsfreiheit abgeschafft, weil aus Angst. Ja? Und ein angeschlagenes Tier, das ist das Gefährlichste. Eins, was Angst hat, das verteidigt sich dann mit allen Mitteln. Und so laufen wir wieder in eine Richtung einer totalitären Gesellschaft. Und deswegen müssen wir, wenn wir unseren Widerstand organisieren, versuchen, uns ein bisschen an Gandhi zu halten. Der zivile Ungehorsam, aber auch die Möglichkeit zu geben, dass die Menschen, die jetzt heute noch glauben, dem alten System dienen zu müssen, da irgendwie rauskommen. Man muss denen vielleicht auch ein Angebot machen, denn sonst läuft ja alles dann mal noch auf Bürgerkrieg hinaus. Und darauf, da gibt es ja verschiedene Dinge, die jetzt da auch wieder sichtbar sind, wenn wir nochmal kurz auf die Symptome zurückkommen, die jetzt da momentan stattfinden. Also man hat ja gemerkt, also plötzlich, es kam die Kriminalitätsstatistik 2016 heraus und die ging natürlich so nach oben. Und dann kamen die Erklärungen, dann hieß es dann, ja, also das Internet ist schuld, Hate Speech, Fake News ist schuld oder ähnliche Dinge, also man hat nicht angesprochen, was wirklich schuld ist. Man hat ja natürlich ganz viele fremde Männer ins Land geholt, aktiv. Und es ist klar, dass da natürlich, also da kann man jetzt den betroffenen Männern auch gar nicht den direkten Vorwurf machen, dass die jetzt damit mit involviert werden in so einen, in eine Vorbereitung eines Bürgerkrieges, die es ja indirekt ist, was da momentan stattfindet. Man holt ganz viele Männer ins Land und das führt natürlich zu Konflikten. Das ist was völlig Normales. Und die Frage ist natürlich, wer bereitet sowas vor und was will man mit diesem Konflikt eigentlich erreichen? Und jetzt sehen wir, was dann als Grund genannt wird. Also das Internet ist schuld, sagt man. Da müssen wir also da regulieren, Meinungsfreiheit einschränken. Es gibt zu wenig Polizei, nennt man als Ursache, ja. Plötzlich, also 2016 hat man plötzlich zu wenig Polizei, irgendwie, ja. Also plötzlich war das Internet Problem, wir hatten zu wenig Polizei, war plötzlich das Problem und zu wenig Videoüberwachung. Und jetzt kommen wir wieder genau zu dem Punkt, ja, worum es da geht. Die wollen sich schützen und genau das brauchen sie doch. Sie wollen das Internet überwachen, mehr Videoüberwachung und mehr Polizei. Und dafür macht man jetzt quasi eine Art Vorbereitung eines Bürgerkrieges. Nennt das Ganze dann irgendwie Flüchtlingskrise, aber es ist doch was ganz anderes. Flüchtlingen hätte man ja helfen können, könnte man immer noch mit ganz wenig Geld, man könnte all den verhungernden Kindern auf der Welt helfen, aber was macht man stattdessen? Man bereitet einen Bürgerkrieg vor und die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden, führen eigentlich nur dazu, die Bürgerrechte, die Grundrechte hier immer weiter einzuschränken. Mit der Meinungsfreiheit fängt es an und dann geht es weiter mit der Totalüberwachung und mit immer mehr Polizei überall. Ich möchte mal was Persönliches sagen. Meine Mama hat immer gesagt, Klaus, du warst 7 Jahre alt, wir dürfen frei reden. Meine Mama ist aus dem Münsterland gekommen. Merkst du in deinem Leben, dass wir nicht frei leben dürfen? Setz dich bitte ein für die freie Meinung. Wenn du es nicht tust, dann ist Oma und Opa im Zweiten Weltkrieg umsonst gestorben. Das war die Aussage, die sie mit 7 Jahren gemacht hat. Mein Vater lebt heute noch, der bestätigt das, möchte ich nur mal sagen. Ja, und ich sehe, wir sind in anderen Zeiten und ich glaube, deswegen mache ich auch Okidoki, ist es so wichtig, wir uns für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Hat ja auch der Herr van Bellen gesagt, wo er meines Erachtens den Versprecher wohl gemacht hatte, so möchte ich es einfach mal sagen, indem alle österreichischen Frauen sich schon daran gewöhnen dürfen, Kopftücher zu tragen. Und er hat es dann argumentiert, ich bin ja auch ein Mensch, der eine freie Meinung hat. Und das hat er einfach dann so nach außen hin getragen. Ist ja auch in Ordnung. Wo gehen wir hin, lieber Rico? Ich sag mal, was kann man jetzt überhaupt noch so tun, um so die Kurve zu kratzen? Ja? Also ich würde sagen, wir müssen, wie wir gerade schon angefangen haben, dieses Problem erstmal strukturieren in diese 3 Fragen. Was läuft falsch? Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann, wie kommen wir da hin? Also was falsch läuft, haben wir jetzt schon einige Dinge aufgezählt.
Und jetzt ist mal die Frage, wo kommen wir dahin? Habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, wir brauchen eine nachhaltige Gesellschaft, also ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, das nicht auf ewiges Wachstum ausgelegt ist, sondern das mit dem, was da ist, klarkommt. Also ein konservatives, nachhaltiges System einfach, was die Natur erhält. Und jetzt ist die Frage, dann die dritte Frage, wie kommen wir dahin? Und da sind wir ja auch schon ein bisschen dabei gewesen, als wir mal über die Parteien gesprochen haben und ich sage, eine Partei gründen, ja, wenn ich die nötigen Milliarden dazu habe, um die Medienkonzerne gleichzeitig zu haben, die den Unterbau dieser Partei darstellen, dann kann man auch eine Partei gründen. Aber ich habe bis jetzt noch keine Partei gesehen, die entsprechende finanzielle Ressourcen irgendwie da hat oder irgendeinen Plan hat, wo man die herbekommen kann. Das heißt, die gründen die Partei und denken dann, plötzlich werden sie so nach oben gehoben von denen, die jetzt doch mit ihren Mitteln ganz andere nach oben heben. Das ist naiv aus meiner Sicht, wenn man eine Partei gründet und sich keine Gedanken macht, mit welchen finanziellen Mitteln man die in der Medienlandschaft nach oben heben will. So, also das scheidet für mich aus. Das heißt, wir machen uns jetzt andere Gedanken, wie können wir das denn sonst machen? Und ich bin ja vorhin schon kurz auf Gandhi gekommen, Medien, also wir brauchen ja den passiven Widerstand, ja, und brauchen die Medien auf unserer Seite. Und wie, gegen wen sind wir denn eigentlich im Widerstand? Das ist auch noch eine ganz wichtige Frage. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir teilen die Gesellschaft ein in Gut und Böse, und dann sind die Guten gegen die Bösen, das ist ja ganz schwer zu machen, weil ich muss mich ja selber auch einteilen. Ich bin ja selber auch ein Teil des alten Systems. Ich mache da ja genauso mit, wenn ich irgendwo was einkaufe, wenn ich Mehrwertsteuer bezahle, wenn ich Auto fahre, wenn ich auf Arbeit gehe, zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, nur eine Reinigungsfirma, die zum Beispiel dann bei einem Rüstungskonzern einen großen Auftrag kriegt. Kann die da Nein sagen? Ja, vielleicht kann die das gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, auch die Leute, auch ich selber, bin zu einem gewissen Teil meiner Persönlichkeit mit drin im alten System. Und dieser Anteil, der schwankt irgendwo zwischen 0% und 100%. Jetzt ist es bei mir natürlich schon so, dass ich da relativ weit draußen bin. Ich nenne mal einfach eine fiktive Zahl. Sagen wir mal so, ich bin noch 80% vielleicht Mitglied des alten Systems. Und 20% bin ich schon ausgestiegen. So, jetzt kann ich aber nicht sagen, also diese 20%, die kämpfen jetzt gegen die 80, ja, wir machen jetzt Gewalt oder so, dann müsste ich mich ja selber bekämpfen. Dann müsste jeder sich selbst teilen in diese zwei Gruppen und sich dann selbst bekämpfen. Also so kriegen wir das nicht hin. Wir müssen versuchen, diesen Teil, der schon draußen ist, diese 20% jetzt mal beispielsweise, aufzubauen und den anderen abzubauen. Das heißt, uns selber herauszuziehen. Und dafür ist es entscheidend, dass wir erstmal sehen, diese 80%, die noch drin sind, die sind ja vernetzt. Das ist der Arbeitsplatz, das sind die Freundschaften, die sozialen Kontakte und so weiter, Verwandtschaft. Das ist ja alles noch drin. Und dieser 20% ausgestiegene Teil, der ist noch nicht so gut vernetzt. Das wird dann, wenn wir mal die 50% überschreiten, wird es dann wahrscheinlich schneller gehen. Aber jetzt sollten wir mal auf dieser Basis, die schon ausgestiegen ist, uns miteinander vernetzen und dort wieder eine Gesellschaft aufbauen, die das ganze, das alte System praktisch aushöhlt. Also das ist aus meiner Sicht eine Umsetzungsvariante dessen, was Gandhi sagt, sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt. Also ich muss nämlich bei mir selbst anfangen, aus dem alten System immer weiter auszusteigen und mit dem Teil, der schon ausgestiegen ist, mich mit anderen vernetzen und versuchen, diesen Teil zu stärken. Glaubst du, dass wir das wirklich friedlich schaffen? Ich meine, die Jahrhunderte, Jahrtausende haben wir immer wieder aufgrund, wenn die Systeme ziemlich am Krächzen und am Ende waren, gab es ja die Kriege. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Wie siehst du das? Ja, wir sind ja genau in der Vorbereitung eines Bürgerkrieges, die man ja schon sieht überall. Und Kriege haben wir auch schon überall auf der Welt. Aber wir haben jetzt eine Chance. Wir haben die Chance, uns nicht nur innerhalb des Dorfes oder der Stadt oder innerhalb eines Staates, sondern sogar global zu vernetzen, die Menschen zu vernetzen. Es will doch kein Mensch auf einen anderen schießen. Ja? Er will auch nicht, dass ein anderer auf einen schießt. Das ist doch was, worauf man sich ganz leicht einigen kann. Und auf der Basis
kann sich doch jeder jetzt, alle die gegeneinander irgendwie kämpfen oder sich aufhetzen lassen, damit sie gegeneinander kämpfen, auf der Basis können die sich ja vernetzen. Und dann kommt man da raus aus diesem sich gegeneinander aufhetzen lassen und kämpfen. Und da haben wir jetzt eben in der Historie die einmalige Chance, aufgrund der Medien, Internet, ihr gehört ja auch dazu, OkiTalk, da haben wir jetzt die einmalige Chance historisch, dass wir das schaffen, uns außerhalb des Systems zu vernetzen. Und da ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Wettlauf. Ein Wettlauf, also was geht schneller? Die neue Vernetzung, dem alten System die Energie zu entziehen langsam, weil dann ist das plötzlich nicht mehr da. Das heißt, ich muss da gar nicht gegen mich kämpfen. Es ist ja so wie bei den Schmetterlingszellen, die in der Raupe entstehen. Ja, die bekämpfen ja nicht die Raupe, die versuchen nicht die Raupe zu töten, sie sind die Raupe. Aber sie wandeln sich langsam um, sie vernetzen sich, schließen sich zusammen und am Schluss ist es ein Schmetterling. Dem geht es jetzt besser, ja, der kann jetzt fliegen. Vorher war es noch eine Raupe, die Imagozellen haben nicht die Raupe getötet, sondern sie haben sie langsam umgewandelt. Und das Alte, das hat keiner vermisst. Und allen geht es gut, auch denen, die vorher noch die Raupe waren und beigetragen haben zum System Raupe. Ich sehe aber immer noch die großen Militärs und die werden ja gesteuert. Und man sieht, wie schnell Länder einfach da die Soldaten reinmarschieren, Syrien oder sonst wo. Auf der Welt ist ja enorm viel los. Und ich denke, dass die Menschen vor dieser Macht, dieser Gewalt des Militärs vor allem große Angst entwickeln. Es wird ja auch geschürt, Krieg, 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 Krieg. Und ja, und dieses ist für mich, für die Gesellschaft ein Problem. Es sei denn, das Militär sagt, okay, wir wollen uns anders orientieren, aber wozu sind die ganzen vielen Waffen da? Also man hat ja so viel Geld, Verträge in der Rüstungsindustrie gesetzt. Also Deutschland ist ja mittendrin und mittlerweile extrem gut dabei, natürlich für mich als negativ zu betiteln, weil Kriege sind nicht die Lösung. Ja, aber es ist auch ganz schwer, da jetzt einfach so hoppladihopp, mal schnell von heute auf morgen rauszukommen. Deswegen ist mein Beispiel mit der Raupe und auch was ich vorher gesagt habe, dass ich selber bei mir mal anfangen muss, diesen Prozentteil, der schon draußen ist, zu vergrößern und den anderen zu verkleinern. Weil die Leute, die jetzt einfach abhängig sind von der Rüstungsindustrie, das sind ja ganz viele, die müssen diese Abhängigkeit alle langsam reduzieren. Diese hunderte Milliarden Militärbudget der USA zum Beispiel, da hängen ja Existenzen dran. Und die müssen alle, da reicht nicht, wenn man irgendwo oben Köpfe austauscht. Wir müssen das gesamte System verändern. Die gesamte Pyramide, da muss jeder Einzelne mitmachen. Und zwar schrittweise, langsam. Das ist ein langwieriger Prozess. Das können wir nicht, da dürfen wir auch nichts überstürzen. Und wir arbeiten, ihr seid ja auch schon lange dabei mit OkiTalk, wir in der Wissensmanufaktur arbeiten auch daran, einfach immer wieder darauf hinzuweisen, auch nicht die Geduld zu verlieren. Viele wollen einfach auch ganz schnell irgendwas erreichen. Und das ist wirklich ein Prozess, das ist eine Aufgabe, die sich lange hinziehen wird. Wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, da eine Beschleunigung reinzukriegen durch die Viralität, die es ja jetzt im Internet gibt. Da teilen sich manche Inhalte, manche Erkenntnisse natürlich unter Umständen viral und wir erreichen ganz viele Menschen, die anfangen mit dieser Änderung in sich selbst, dass man sich selbst erstmal auch als Teil und Mitverursacher dieses Problems erkennt und dann versucht, diesen Teil runterzufahren, den anderen Teil hochzufahren. Zum Beispiel, das fängt ja auch in der Lebensweise, in der Ernährung zum Beispiel, der Fleischkonsum ist ja ein Punkt, an dem man dann irgendwann auch mal ankommt, wenn man bestimmte Dinge hinterfragt. Und dann irgendwann mal auch erkennt, das, was wir den Tieren angehen, also nicht umsonst, gibt es ja diesen Ausdruck, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Und das sind nämlich auch die Menschen, die mit dieser Bereitschaft in dem Schlachthaus zu arbeiten, solange es sowas in der Gesellschaft noch gibt und mit den Menschen, die wegschauen und das Fleisch einfach auch dann konsumieren, obwohl sie eigentlich wissen, woher das kommt und was den Tieren angetan wird in der Massentierhaltung. Solange es dieses Bewusstsein gibt, deswegen finde ich es auch immer interessant, wie viele Leute dann, die so mal anfangen, sich
sich zu beschäftigen mit den Themen, die dann eigentlich gar nicht mehr drum herum kommen. Irgendwann stellen sie plötzlich fest, hey, ich bin ja Vegetarier geworden. Ist ja bei mir auch so. Ich habe mich nie gesagt, ich werde jetzt Vegetarier. Aber irgendwann habe ich ja mal gemerkt, also, stimmt eigentlich. Ne? Hat mich mal jemand gefragt. Ich wollte halt ohne Fleisch irgendwo. Und dann fragt mich jemand, sind Sie Vegetarier? Dann habe ich so spontan erst mal ja gesagt. Ohne groß drüber nachzudenken. Und dann fragte der mich noch, ja, ach, die Vegetarier, das sind die, die kein Fleisch essen dürfen, oder? Dann habe ich gesagt, nee, das sind die, die kein Fleisch essen wollen. Ja, und das ist ja nicht irgendeine Sekte oder sowas. Ja? Das ist nicht, wo man sich da anschließt und sagt, so, jetzt gehöre ich zu, jetzt, vorher war ich irgendwie Christ oder Moslem, jetzt bin ich Vegetarier, sondern das ist ja ein Erkenntnisprozess, der auch mit dazugehört. Ich will das jetzt auch nicht jedem, also das soll jeder für sich selber entscheiden, das ist auch klar. Aber für mich, in meinem Weg aus dem bestehenden System auszusteigen, gehörte natürlich auch mit dazu, dass man sich Gedanken macht, schon allein aus gesundheitlichen Gründen, über die Ernährung. Und dann, wenn man dann noch dazu nimmt, was man den Tieren antut und man da einfach nicht, da nicht wegguckt, dann wird man irgendwann feststellen, hey, ich bin ja Vegetarier geworden, obwohl ich eigentlich nie den Entschluss gefasst habe, dass ich das jetzt werde oder so. Und dann geht es ja weiter, dann fängt man an als Vegetarier und dann guckt man noch irgendwann, aber die Milch, die man trinkt und die Eier, also die anderen tierischen Produkte, die sind eigentlich genau das Gleiche. Die beruhen auch darauf, dass Tiere ausgenutzt und auch getötet werden. Zum Beispiel die Milch, die Hälfte der Tiere sind ja die Hälfte der Kühe sind männlich und die müssen ja, damit es Milch gibt, dann getötet und wieder zu Fleisch verarbeitet werden. Und bei den Hühnern ist es genauso, die Eier produzieren. Auch Milch und Eier basieren darauf, dass Tiere getötet werden. Und das vergessen viele Vegetarier, deswegen ist es auch nur so ein Zwischenschritt. Vom Vegetarier geht es dann weiter zum Veganer. Also irgendwann hört man dann auch damit noch auf. Aber das mal nur. Das soll jetzt nicht das Hauptthema sein, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wo man sich selbst beobachtet und man stellt an sich selbst gewisse Veränderungen fest, wie Gandhi sagte, sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt und dann anhand dieses Beispiels, dann kann ich das auf ganz viele andere auf ganz viele andere Lebensbereiche übertragen. Und irgendwann schaffen wir es durch die Vernetzung, dann vernetze ich mich ja mit Menschen, die auch so denken. Ich fühle mich wieder verstärkt in meinem Handeln. Mir geht es auch leichter, weil ich habe ja Freunde, mit denen ich mich austauschen kann. Dann gibt es einen Erfahrungsaustausch und ich fühle mich wohl. Ich bin ja nicht alleine, der Mensch will ja nicht alleine sein. Ja, früher war das noch schwierig, auszusteigen, wenn man keine Andockstation hatte. So wie die Imagozellen in der Raupe, die ich gerade angesprochen habe. Die Einzelnen, die sterben ab. Erst die, die sich zu Clustern zusammenschließen. Die bleiben dann beständig und die bilden eine neue Andockstation. Und da arbeiten wir dran, das ist auch, ihr tut es ja mit OkiTalk, solche Erkenntnisse erstmal überhaupt zu verbreiten und dann aber auch Plattformen anzubieten, wo man dann die Gleichgesinnten trifft, die sich dann miteinander verstärken. Und das ist so ein langfristiger Weg, wo man auch nicht sagen kann, jetzt nächstes Jahr schaffen wir das schon. Das ist, ja. Aber es ist eine Bewegung in eine bestimmte Richtung und es ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil alles andere fährt ja auch die Maßnahmen hoch, wie ich vorher schon gesagt habe, die Vorbereitung eines Bürgerkrieges, die ja de facto stattfindet. Zwar wird es nicht so genannt, aber unterm Strich ist es das ja. Ja. Und oder jetzt eben die Einführung der Zensur und so weiter. Das sind ja die Gegenmaßnahmen und wir müssen einfach nur versuchen, da schneller zu sein. Auch unseren Teil mit beitragen, in diese Möglichkeiten da rauszugehen, also den Menschen die Möglichkeiten anzubieten. Man darf natürlich auch wieder niemanden dazu zwingen, man muss auch jedem seine eigene Möglichkeit überlassen, auch nicht auf jemandem einreden. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Weg beschrieben, wie ich immer weiter weggekommen bin von den tierischen Produkten. Das würde ich nie jemandem aufdrängen oder ich würde auch nie jemanden verurteilen, wenn er das jetzt nicht so macht, weil ich war ja selber auch mal so, dass mich das noch nicht interessiert hat. Also und wenn ich jetzt jemanden dazu bringen möchte,
auch so zu werden wie ich, dann darf ich nicht auf den einreden. Ich muss ihm schon auch die Möglichkeit lassen, sein Gesicht zu wahren und selber drauf zu kommen. Und ich mache das eigentlich immer nur, indem ich Fragen stelle. Ich stelle dann halt Fragen, und bei mir hat es zum Beispiel angefangen, ich mache ja sonst immer Geldsystem hauptsächlich, und da ist es ganz einfach, wenn man mir das Geldsystem erklären will, das führt ja auch zu einer Änderung des Weltbildes. Und da wehren sich die Menschen erstmal dagegen, weil man wird ja aus seiner Komfortzone rausgelöst. Und deswegen funktioniert es nie, indem man auf jemanden einredet, egal bei welchem Thema. Sei es das Geldsystem oder irgendwie Kriege, 9-11 und solche anderen Sachen. Das funktioniert nie, indem man jemandem anderen sein Weltbild aufdrängt, weil dann bauen sich Schutzbarrieren auf. Dann will ich das erstmal nicht, weil es... Ja, ich habe mich doch gerade wohl gefühlt, ich habe gerade noch so schön geschlafen, ja, es ging mir so gut, ich habe schön geträumt. Ja? Und da kommt einer und weckt mich auf, der reißt mich raus aus dieser schönen Welt. Da wehre ich mich erstmal ganz normal dagegen. Und deswegen versuche ich auch immer wieder zu sagen, mach das anders. Versuch die Menschen dazu bringen von selber, und zwar durch geschicktes Fragen. Und meine, weil ich halt aus dem Finanzbereich komme, meine Frage, die ist immer: Schaut mal, 2008 hatten wir doch diese Finanzkrise. Die Banken mussten gerettet werden. Und woher bekamen sie das Geld zur Rettung? Ja, vom Staat. So, und da guckt man aber in die Kasse vom Staat, der hat selber kein Geld, aber hat sich das dann irgendwie von den Banken geliehen, um die Banken dann damit zu retten. So, und dieser Widerspruch, den dränge ich dann aber auch niemanden auf, sondern ich benutze es einfach nur, um die Leute zu fragen. Ich frage mal, könnt ihr mir das mal erklären? Wenn jemand eben sich für Finanzsystem interessiert und ich will, dass der das auch versteht, dann komme ich nicht hin und präsentiere ihm meine Lösung, sondern ich präsentiere ihm einfach nur mal irgendwie geschickt diese Frage. Und dann fängt er an, sich selber damit zu beschäftigen. Für manche ist dann der Einstiegspunkt das Finanzsystem, für jemand anderes ist es die Gesundheit, die Ernährung. Und so kann man geschickt irgendwo einfach mal einen Samen setzen, der dann dort von selber aufgeht, und dann werden diese Menschen nicht irgendwie überrumpelt oder überzeugt, sondern die kommen aus Eigeninitiative auf, und dann vertreten die das auch viel nachhaltiger. Wer aus Eigeninitiative das von innen heraus motiviert, intrinsische Motivation, dann vertritt, der wird auch ein wichtiger Multiplikator. Sehe ich auch so. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Das Programm geht bald in der Rico, aber willst du noch Abschluss dazu machen? Ach, das war doch eigentlich schon ein ganz guter Abschluss. Jo. Also ich könnte höchstens vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bitte. Ja, das heißt also, wir sollten erstmal die Vogelperspektive einnehmen, was wir ja hier ein bisschen versucht haben, mal rausgehen. Braucht man denn wirklich nur immer mehr Wirtschaftswachstum, Arbeit und Wettbewerb? Oder kann man das aus einer größeren Perspektive mal anders sehen, nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme einzuführen, uns selber Schritt für Schritt rauslösen aus dem Problem, was wir ja alle selber sind, zu einem Teil, der mehr oder weniger groß ist, je nachdem, wie weit wir in unserer persönlichen Entwicklung schon sind, und dass wir dann die Methoden Gandhis gehen, friedlicher Widerstand, weil wir müssen eigentlich wirklich beachten, wir alle sind selber ein Teil dieses Problems, und wir können es nur lösen, wenn wir den Teil, den wir beitragen, langsam da rausziehen und umwandeln in etwas, was Positives bewirkt. Von nichts kommt auch nichts, darf ich das sagen? Ja. Machen wir mal so. Rico Albrecht, Wissensmanufaktur, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier auf dem Okidok Medienfestival unser Gast bist, und ich danke dir ganz herzlich, auch mal wieder zwischen den Zeilen wieder von dir Neues gehört zu haben. Danke. Danke auch. Also, und dann kommt die Moni gleich schon mal drauf. Rico ist eh heute da, heute das Podium ist er auch noch da, da wird er auch noch bei uns sein, und ich freue mich, Rico. Dankeschön nochmals, wunderbar, danke. Danke auch. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.